So, servus Leute, herzlich willkommen zum zweiten Video, wo wir uns die Rocket Hardware etwas näher anschauen. Ja, ich habe jetzt hier die Tastatur vor mir liegen. Ich habe absichtlich ein bisschen länger gebraucht, bis ich das zweite Video gemacht habe, weil ich muss ganz ehrlich sein, Leute, ich will kein Video machen, wo ich nach einem Tag nach dem Unpacking schon sage, die Tastatur ist total super, total toll, ohne dass ich sie wirklich mal intensiv testen konnte, weil das macht ja gar keinen Sinn, eine Tastatur zu haben und nach einem Tag schon zu sagen, ja, die ist super oder die ist scheiße. Das macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen habe ich es mir jetzt mal wirklich eine Woche intensiv angeschaut und mal geguckt, was kann man überhaupt mit diesem Gerät machen. Und heute möchte ich euch mal ein bisschen was sagen, was mir so persönlich aufgefallen ist, wo ich persönlich sage, das ist eine Tastatur, wo ich damit arbeiten kann. Was ist schon mal das Erste, was mir aufgefallen ist? Also das Erste, was mir aufgefallen ist bei der Tastatur, natürlich die einzelnen Tasten. Sie liegen nicht zu hoch, also auch nicht so, dass man sie nicht gut anschlagen kann. Man kann mit der Tastatur gut schreiben, man kann mit der Tastatur gut spielen. Es ist jetzt nicht so, dass der WASD-Bereich irgendwie hervorgehoben ist mit Grip oder so, wie man es vielleicht von anderen Tastaturen kennt. Aber man kommt damit echt gut klar, auch wenn man First-Person-Shooter spielt. Man hat auf der linken Seite, wie ich jetzt hier mal zeige, verschiedene Makrotasten. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel Makros drauflegen. Ich habe mir jetzt hier zum Beispiel bei M1, habe ich mir den Taschenrechner draufgelegt. M2 ist beispielsweise Windows Media Player. M3 ist der PC in Standby-Modus. Lauter solche Spielereien kann ich dann dementsprechend auch machen. Hier oben ist im Endeffekt das Programm, in welchem ich mich gerade befinde. Ist auch sehr cool, weil die Rocket Software, wenn ich das Programm wechsle, kann man sich das ansagen lassen über eine Stimme, in welchem Programm man sich gerade befindet. Hier unten habt ihr auch nochmal einen Bereich, wo ihr verschiedene Modis wählen könnt. Hier oben ist der Bereich der Media-Tasten. Ihr habt hier Ton aus, Ton leise, Ton laut, Play und Stopp, also Play und Pause, nächstes zurück und nächstes Lied, World Wide Web und euren Explorer. Sind eigentlich Standardfunktionen, finde ich aber sehr praktisch, weil man muss sich nicht irgendwelche Kürzel merken oder umständlich mit der Maus klicken. Das heißt, solche Shortcuts auf Tastaturen finde ich allgemein sehr praktisch. Ansonsten, wenn wir uns auf der rechten Seite mal anschauen, haben wir hier oben die Helligkeit. Also wir können die Helligkeit der Tastatur einstellen. Ebenfalls haben wir hier ganz normales Numpad, wo man auch die Tasten hat. Ansonsten ist die Tastatur nicht überladen. Ich finde, das Design ist echt schön. Man kann damit gut arbeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Tastatur schlecht verarbeitet ist oder sonst irgendwas. Ich habe ja unter dem Video letztes Mal gelesen, ja, Rocket wäre eine schlechte Verarbeitung oder sowas. Leute, ich habe in meinem Leben echt viele Tastaturen gehabt und ich muss sagen, die Tastatur macht echt einen guten Eindruck. Also ich kann hier nichts Negatives berichten, dass man irgendwie sagt, die Tasten klappern oder irgendwas in der Art. Also von dem her muss ich wirklich sagen, macht die Tastatur einen guten Eindruck auf den ersten Blick und nach der ersten Woche intensives, hartes Testen sozusagen. Schön an der Tastatur ist, man kann auch im Dunkeln natürlich damit spielen. Das heißt, man hat eine Beleuchtung. Diese Beleuchtung ist individuell einstellbar. Das ist wie bei allen Rocket-Produkten, finde ich sehr geil. Man kann eigentlich seinen Farbstil leben. Wenn man sagt, man ist vielleicht der Blautyp und möchte die Tastatur komplett in Blau haben, kann man das natürlich gerne machen. So, jetzt im nächsten Schritt hätte ich gesagt, gucken wir uns vielleicht mal die Maus an. So, hier haben wir die schöne Maus, auch von Rocket. Habe sie jetzt auch mal intensiv testen können. Und zwar, ich zeige sie euch mal kurz. Wir haben hier unten die Einsätze von den Gewichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt wenig Unterschied gemerkt, wenn ich die Gewichte rein oder raus getan habe. Hängt, glaube ich, auch davon ab, wie man da ein bisschen selber damit zurechtkommt. Was ist schön an dieser Maus? Also ich finde, ich habe relativ große Hände und deswegen hat sie sich sehr gut meiner Handstruktur angepasst. Also das hatte ich bei anderen Mäusen nicht so. Ich fand, vom Klicken her ist es auch sehr gut. Man hat ein gutes Gefühl, auch beim Gaming und beim Aimen kann man gut damit zurechtkommen. Man hat hier an der Seite zwei Zusatztasten. Man hat hier zwei Zusatztasten, man hat hier oben eine Zusatztaste und man kann das Mausrad links und rechts auch noch als Zusatztaste benutzen. Das alles ist individuell einstellbar. Das Schöne ist, diese Maus kommt mit einer tollen Software, wo man wirklich sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Ebenso wie ich auch vorhin bei der Tastatur gesagt habe, sind diese Bereiche hier, also diese Farbbereiche, individuell anpassbar. Ihr könnt wirklich selbst eine Farbe bestimmen und wie blinkt diese, wie sieht diese aus, kann man alles über die Software bestimmen. Deswegen hätte ich gesagt, reden wir nicht lange drum rum. Schauen wir uns vielleicht auch gleich zum Ende noch die Software an.
Ja, servus Leute, jetzt gucken wir uns mal das Programm für die Tastatur, für die ISCU FX an. Was kann man denn hier alles einstellen? Ja, das ist hier sozusagen die Main Control, in der wir uns momentan befinden. Hier seht ihr mal, welche Tasten angesprochen werden. Das sind die Tasten, die ich vorhin gesagt habe, die M1 bis M5. Ich habe hier Calculator, Internet Explorer, Sleep, Wake, Open, Player. Das heißt, hier wird der Taschenrechner geöffnet. Hier wird mein Firefox oder Chrome oder was ihr auch immer nutzt, geöffnet. Hier fahre ich meinen PC in den Sleep-Modus, also in den Schlafmodus, und hier wecke ich ihn wieder auf. Die Taste 5 ist bei mir der standardmäßige Player, je nachdem, was ihr da hinterlegt habt. Man kann aber auch schön, das zeige ich euch mal hier, die voreingestellten Makros benutzen oder auch selbst welche anprogrammieren. Das heißt, man hat hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit der Tastatur zu arbeiten. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, weil ihr habt halt so viele Settings, da ist man wirklich richtig, richtig beschäftigt mit dem Einstellen. Und ich finde es aber auch nicht so, dass man mehrere Stunden braucht, um sich mal einzulesen. Sondern es ist so einfach gehalten, dass ich wirklich sagen kann, man versteht es auf Anhieb. Man kann sich hier drüben mit der Easy Shift Funktion, das heißt eben mit dieser Taste hier nochmal Sachen drauflegen, die man dann gerne vergeben möchte. Hier unten sind die Profile Slots. Ich habe mir da jetzt aber keine vergeben, weil ich gesagt habe, mir reicht ein Profil, ich brauche da jetzt nicht 5, 6 Stück. Hier ist die Easy Zone, hier habt ihr auch die Bereiche, kann man dementsprechend auch noch andere Tasten hinterlegen mit zum Beispiel Makros. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, für die Spiele, die ich persönlich nutze, also jetzt für meine Shooter, brauche ich vielleicht ein, zwei Makros, mehr aber auch nicht. Hier habt ihr die Media Keys und die F1 Keys, hier kann man dementsprechend auch wieder selbst Sachen einprogrammieren. Hier kann man zum Beispiel seinen Standard-Player legen, Windows Media Player, iTunes, VLC Player, je nachdem, was ihr installiert habt. Es ist sehr, sehr viel vorprogrammiert auch. Hier habt ihr die Advanced Control. Das heißt, man kann dementsprechend das Licht der Tastatur vollkommen flexibel einstellen. Man kann auch einen sogenannten Breathing-Effekt, das heißt einen Atmungseffekt einstellen, dass die Tastatur so eine Art atmet. Fand ich ganz nice, aber nervt mich dann auch irgendwann nicht, dass ich die ganze Zeit anhab. Deswegen habe ich gedacht, lasse ich es einfach mal aus. Ansonsten kann man hier noch die Brightness, also die Helligkeit einstellen. Wie, ach, soll denn die Tastatur scheinen? Ebenfalls habe ich zum Beispiel eingestellt, um Strom zu sparen, dass nach 15 Minuten die Tastatur 20% im Endeffekt runterfährt. Von der Helligkeit her, dass man merkt, der Computer geht langsam so in den Schlafmodus. Fand ich einfach ganz cool, die Funktion, dass man hier wirklich sehr, sehr viel einstellen kann. Da habt ihr das sogenannte RAD. Das ist auch sehr cool, ist so eine Art Achievements für Tastaturen. Da könnt ihr mal sehen, wie oft hat man denn was genutzt. Hier seht ihr mal, Easy Shift habe ich erst 25 Mal genutzt. WASD, wie oft ich denn gedrückt habe. Also man sieht, ein bisschen was habe ich schon gemacht, aber auch noch nicht so viel. Und man kann hier dementsprechend auch Trophies freispielen. Ist ganz cooles Gimmick gemacht. Ich finde, das hat man wirklich gut umgesetzt. Ansonsten hat man wirklich viele Möglichkeiten, mit der Tastatur zu arbeiten. Das Schöne ist bei diesen Tastaturen, die sind auch immer kompatibel mit der jeweiligen Maus. Das heißt, man kann zum Beispiel auch Befehle der Maus auf die Tastatur legen und sich dementsprechend da gegenseitig kombinieren. Das ist sehr, sehr cool. Jetzt schauen wir uns die Software von der Maus gleich an. So, die haben wir hier. Da haben wir eigentlich Ähnliches. Wir haben hier eine Main Control, wo ich hier die Sensitivität einstellen kann, den Scroll Speed, Horizontal Tilt, also Mouse Wheel kann ich hier auch wieder einstellen. Hier kann ich die DPI-Switcher einstellen. Das sind die Funktionen, die ich euch vorhin erklärt habe. Hier hat man zum Beispiel Double-Click. Wie schnell passiert das? Das ist auch eine coole Funktion, weil man braucht nicht alles über die Windows-Einstellungen machen. Hier unten habt ihr auch verschiedene Profile wieder, wie ich vorhin erwähnt habe. Die kann man auch switchen. Hier habt ihr wirklich sehr, sehr ausführliche Button Assists. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Bei den Buttons, also bei den Zusatztasten, hier, wenn ihr Easy Shift gedrückt haltet, das heißt, ihr habt eine Tastatur mit Easy Shift, könnt ihr die Tasten sogar extra nochmal belegen. Das heißt, ihr habt im Endeffekt hier schon allein 12 Tasten plus dann nochmal 12 Tasten, wenn ihr die Easy Shift Funktion anhabt. Also das ist wirklich richtig fett. Kannte ich bis jetzt von keinen Mäusen oder Tastaturen, dass die so zusammenarbeiten, wenn man immer das Gleiche hat. Also wenn man immer Logitech hat, wenn man immer Rokit hat, wenn man immer eine bestimmte Marke hat, dass die dann zusammenarbeiten, kannte ich so in der Form wirklich noch nicht.
Bei der Advanced Control habt ihr wieder einiges an Funktionen, wo man X- und Y-Achsen noch einstellen kann. Man kann Soundfeedback machen, wenn man seine DPI ändert. Also lauter solche schönen Funktionen habt ihr hier auch. Kann man sich auch in Ruhe mal angucken. Finde ich auch sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich habe da mich wirklich nicht sehr viel getraut umzustellen, weil ich einfach gesagt habe, ich probiere es ein bisschen mit der Maus. Wie komme ich in Call of Duty Battlefield damit klar? Und dann habe ich das einfach auch so gelassen. Hier hat man wieder die Color Control, das heißt, hier ist der Farbverlauf von Orange. Orange ist meine persönliche Lieblingsfarbe zu Hellorange. Hier kann man auch selbst andere Farben einstellen, wie die Tastatur dann leuchtet. Hier habt ihr hier dann auch wieder Blinking, Heartbeat, Briefing. Das sind halt Sachen, sieht ganz cool aus, aber ich finde, braucht man nicht unbedingt. Ansonsten habt ihr auch wieder hier das Achievement. Wie viele Klicks hat man denn überhaupt schon gemacht? Also ist schon wirklich extrem. Und auch wie viel Distance, also wie viel Weg hat man denn mit der Maus eigentlich in Metern zurückgelegt? Das Ganze ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. So, ja, an dieser Stelle möchte ich natürlich auch gerne ein Fazit über die Sachen, die ich jetzt getestet habe, ziehen. Ich habe es ungefähr 1 bis 2 Wochen konnte ich es jetzt intensiv testen, was denn genau mit diesen Geräten daheim bei mir so passiert. Also ich habe mehreres damit gemacht, wie gesagt, ich habe damit gespielt, ich habe ganz normale Textdokumente geschrieben und ich finde einfach für den alltäglichen Gebrauch ist das eine super Tastatur und natürlich auch für den Gamer. Ich bin aber persönlich der Meinung, diese ganzen Features wie zum Beispiel Makros oder so brauche ich persönlich jetzt nicht. Mag vielleicht für den anderen ganz gut sein, brauche ich persönlich nicht. Deswegen sage ich, dieses ganze Makro war jetzt nicht persönlich meins. Was es mir sehr angetan hat, ist diese Easy Shift Funktion, wo ich sagen kann, die Tastatur harmoniert mit der Maus. Sowas kannte ich vorher nicht, finde ich auch sehr cool. Rocket, behalte so eine Funktion bei, weil das finde ich schon, stellt euch so ein bisschen über die ganzen anderen, weil sowas kenne ich von den anderen Herstellern nicht. Und an der Stelle ist einmal wirklich gesagt, die Tastatur und die Maus machen wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ich bin echt gut damit zurechtgekommen, auch wenn ich nicht der Hardcore-PC-Gamer bin. Auch die Einstellungsmöglichkeiten fand ich sehr, sehr umfangreich. Und sehr, sehr einfach auch zu bedienen, auch die Software, auch die Treiber, da gab es wirklich keinerlei Probleme auch unter den Systemen, wo ich es jetzt testen konnte. Ja, an der Stelle bleibt natürlich dann auch nur noch zu sagen, vielen Dank an Rocket, dass ihr mir es möglich gemacht habt, diese Hardware-Sachen zu testen. Vielen Dank für euch, dass ihr natürlich zugeschaut habt und natürlich auch vielen Dank, dass ihr mir ein Feedback da lasst. Auch wieder würde ich mich freuen, wenn ihr unter dieses Video ein kleines Feedback schreibt. Und falls ihr das erste Video, also das Unpacking-Video, nicht gesehen habt, Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß bei dem, was ihr noch vorhabt. Servus Leute, euer Anders Cyril. Tschaußen!